Hi meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Super Mario Party. Nachdem die letzten beiden Partnerpartys bisschen einfach war, drücken wir es mal so aus, nehmen wir jetzt die Partnerparty hier auf dieser Wassermelone, weil wir alle mögen Melonen. Allerdings machen wir diese Party hier mit Gegner der Stärke Stark. Wir werden sehen, ob uns das so verhängnis wird oder nicht. Wir machen Mega Monster Runden mit 120 Minuten Einsatz. Das würde unser Rahmen sprengen, 16 Kreis. Moment mal. Nein. Ich kann das in einen Gegner. Haha, ich brenne jetzt mit Peach Stores. So passt es da, ne? Gut. Joa, das machte mal Bock auf Sommerurlaub hier. Und diesmal bin ich wieder nicht wieder Monty, sondern diesmal bin ich der Hammerbruder. Ja, das kann ich leider keine Witze mehr über fette Kinder hier machen. Ah. Akzeptier's. Was ist das für ein Schlüssel? Der brauchen wir. Willkommen auf den Inseln, Abenteuer-Diebs! Seid ihr zum ersten Mal als Team hier? Mach ja. Dann erklärt eine halbe Stunde, aber okay. Ich erstmal als Team. Wir haben ein paar neue Herausforderungen entdeckt, die hervorragend für einen Wettkampf mit Partnern geeignet ist. Wer das Plateau des Meloninsel erklimmt, wird reichst belohnt. Digga, übelste Ehre hier. Mal wieder einer mit Dancing GC. Ehrenmann. Wie würde jetzt Axel sagen? Ein Klatzer auf meinem Bauch. Du kennst Axel. 95. Ach ja, da war das wohl das habe ich das mit dir gespielt oder war das mit... Das war mit dir, ne? Ja, wir haben das alles played. Nein, Regeln kennen wir schon. So, komm. Oh, fuck. Komm, einfach was, das höher ist als 5. Power! Du hattest eine Aufgabe. Ja, gut, dann halt Ladies first, du gehört sich das auch. Wie sind richtige Gentlemans? Was haben die vorhin gesagt? Die müssen die Melone erklären, dann bekommen wir nämlich einen Stern. Eine reiche Melone, wie sie es genannt hat. Ja, mein Kollege hat leider noch keine Erfahrung mit Melonen erklimmen, ist im Gegensatz zu uns. Und deshalb bekommen wir das hin. Nein, das ist nicht ernst gemeint, Leute. Wir sollten erst aufhören, so komisches, weitertägige Witze zu bringen. Ist ein zu leben, ist vor allem weib des Husserwald, des Husserwald, das ist so auf. So. Marcel, was war Luigi hier raus? Ja, war Luigi. Na ganz genau, David. Das ist war Luigi. Wär's nicht so, als ob du noch nie mit der Tat, Alter. Direkt am Anfang. Die reißen zur Masuristik. Sag mal, ist Pete's bisschen dumm? Okay, der macht das platt. Allerdings hätte Pete's halt eins weiter nach rechts gehen können und wäre auf dem Item gewesen. Aber nein, Pete's ist unterbemittelt. So. Ich nehme mal den Standardwürfel hier für die erste Runde. Ich will erstmal Rache. 6. Oder auch nicht. Dann machen wir es so. Wo müssen wir eigentlich hin? Spielbrett an. Wo ist denn der? Hier rübergehen. Sag mal, der Tod ist da ganz hinten. Da müssen siehst du das hier? Nein, wir müssen in die Röhre. Dann kommen wir direkt dort raus. Wie sind denn das? Wie zählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11. Die passen nicht. Ich hab's dir nein, du musst auf der Röhre stehen bleiben. Du musst auf dem Ereignisfeld vor der Röhre stehen bleiben. Heißt, du läufst einmal über die beiden rüber, sammelst so viele Münzen, wie es geht, guck so, wie viele Züge hast du? Ja, das hauen wir zwei. Aber es kommt irgendwie ein bisschen rar halt. Wie viele Züge hast du? 11. Also. Das planen wir jetzt gleich. Du läufst über den rüber, dann läufst du hier und langsam bist Münzen ein, dann bleibst du endgültig irgendwie hier oben stehen. Ja, das bekomme ich hin. Und ich werde während du darüber gehst. Ja, dahin gehen, gut, mach mal. Dann hole ich mir hier den Spieß. Ja, gut, laber weiter. Ach, damit kommen wir dann die Melonen aufspießen. Ja, da hoch. Dann kommen wir dann da hochklettern. Ja, dann kommen wir die Melonen erzwingen. Du bist dann drüben und kannst ja, den Spieß. Ja, ich weiß. Alles gut. Drück B. Danke. Wir müssen erstmal unsere beiden. Dein Plan ging es um ganz genau ein Verhältnis auf. Aber ich komme rüber. Dann wirst du halt rüber gehen und
Es macht keinen Sinn, denn nur damit die über die drüber springen. So wurden die Meermünzen ergattern. Ah, ich will meine Münzen wieder haben. Oh, ich bekomme jetzt neue Münzen. Okay. Warum ich krieg meine beiden Münzen wieder? Die Wario. Ich bin jetzt nur über Peach gehüpft. Hm. Ja, dann geht man es mal kurz außen wieder an. Das macht man es mal. Nicht Munitionsmatte. Haha, das war doch so gut. Joa, das geht ins. Diesmal lässt du mich drin, sobald du fertig bist. Nein, ich bekomme das hin. So, fang mal an. Ich werde dich exekutieren. So drehen, ganz normal. Ich kann drehen! Halt schnell drehen. Ich glaube, die anderen bauen höher, ne? Wir sind nicht, guck mal, ihre Fläche ist noch viel größer. Ja, moin. Ende! Yeah. Wir können eigentlich die beiden kleinen Pinguine irgendwie 12 Meter näher halten. Fertig? Yeah. Das mag man mit einem Hammerpuder zusammenklatzt. Abgesehen von Mario Kart und Mario Party unmöglich ist. Doch in Smash Bros. Theoretisch ist es ja auch möglich. Da klatscht aber Mario eher dem Hammer wohl der eine. Ich muss mal schauen, wie ich das Smash Bros. LP weitermache, weil das hat es dann mit Chris angefangen, aber nachdem er irgendwie jetzt kaum Zeit hat, werde ich es wahrscheinlich mit dir fertig machen. Nein, wirst du nicht. Wieso? Weil du ein kleiner Pedo-Bruder bist. Doch, Smash Bros. Ist cool. Aber zuerst machen wir Mario Party jetzt hier fertig. So, mal schauen, was die jetzt reißen. Die sind also mal sehr weit gekommen im ersten Spielzug. Ich hoffe, man hört mal Ironie. Ja, jetzt packen die ein kleines bisschen aus. Aber die holen. Ach, okay, die holen jetzt schon mal Daisy. Und die Peach geht schon mal rüber. Ah, ist so klar, das ist der wahre Junge, Daisy krallt. Peach kommt rüber und ihr könnt nicht zu ihr. Soll ich da bis auch rüberkommen? Mach das nee, sehen. Du gehst immer über die Sandbrücke. Joa. Wenn es jetzt gleich wieder so ein Tintenfester kommt, müsste. Nein, tut er nicht. Nee, der ist da bei der Brücke da neben dir. Oh, ich hab einen richtig geilen Würfel. WTF? Ja, moin. Alles oder nichts? Ja, hier. 7. Das wird bei dir. Das wird jetzt nicht. Ey, hol dich auch den Stern. Oh, du hast eine gerade Anzahl haben müssen dafür, ne? Jetzt, unmöglich. Jetzt werden die es die nächste Runde holen, ne? Oder nicht? Hm. Vielleicht kommen wir doch mal lieber zu dir rüber. Das ist Yoshi. Ich konnte mich auch so drüber teleportieren. Hm. Junge, hol die Yoshi, wenn du irgendwie drankommst. Ich hab nicht genug Münzen für einen Stern. Hol die Yoshi. Gewinn haben sie nicht genug Münzen für den Spiel. Hol die Yoshi. Ich kann mir Yoshi nicht holen, der ist zu weit entfernt. Ja, nein. Doch. Was laberst du? Du kommst da an, also kommst du auch so Yoshi. Hä? Natürlich. Bist du dumm? Nein. Das ist mein Maximum. Ja, eben. Yoshi ist auch eins weiter vorne. Wenn ich eins weiter nach rüben gehen muss, dann ist hier eins weiter nach hinten. Das heißt, ich bleib hier stehen. Nach dieser Mathematik müsstest du aber auch zum Stern irgendwie kommen können. Ich hol uns Bau. Ich hol uns nicht Bowser. Das heißt, der Computer sagt halt unmöglich, also halt unmöglich. Aber ich gehe halt neben dem Bowser. Neben dem besten Erzfeind. Ja, jetzt hol mir die nächste Runde und dann verkloppe ich ihn eins auf seine Klöten. Yeah. Gut, das Problem ist später nochmal, hast du gut gemacht. Das ist ja Aufnahme. Sie dürfen nicht gewinnen. Ja, okay.
Ja, okay, komm, fang direkt an. Da hätten wir doch mal gewonnen. So. Oh ne, die sind stark, also die könnten doch ein bisschen bessere Leistung bringen. Stimmt, die sind sehr stark. Was haben wir beim ersten Mal so eine Scheiße gewürfelt? I don't know. Ach, das heißt einfach nur, wer die schnelleren Griffe an den Nüssen hat und die mal hier gut durchmassiert. Ah, die sind alle so mäh. Oh, hier ist nochmal eins. Nein. Such nach einer Box, wo viel drin ist. Und nimm sie einfach vom Feld, damit sie nicht nehmen können. Das geht nicht. Achso. Ich glaube, wir kommen mehr. Alter, die waren noch schlechter vom letzten Mal, ne? Die sind stark. Wegen der Pete, die Pete ist immer schlecht. Münze bloß! So looked it out. So looked it out. Ja, 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 ja. Ja, sie haben nicht genug Münzen. Weil sie kacke sind. Außer. Aber Mario. Nee, sie können da keine Zwischenmünzen machen. So, es kommt der kleine. Ich hab alle Münzen. Keck. Ich hab alle Münzen abgefahren. Oh nein, da sind noch drei, verdammt. Joa. Doch noch zwei zusammen. Nein, das sind dumme aber Leute. Mario. So, mal gucken. Du musst da wieder in die Nähe vom Mikro. Mal gucken. Nicht rumbrüllen, sondern nur in die Nähe vom Mikro. Herzstillstand. Das ist ein Mikro. Fängt auch noch was an. Was für Stillstand, Alter. Was? Was hast du gerade zugemacht? So. Hast du gerade zugemacht? Nee. Da hast du. Was bewegt jetzt das fette Waluigi-Kind auch mal auf die andere Seite? Ah ja, hier. Alter, die sind halt dumm wie Scheiße hier. Würfeln. Ja, ich will kein Item mehr hier, wenn. Ich nehme Mario-Würfel. Alles oder nichts, ah, nehme ich den normalen. Ist besser. Oh, ja, 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 ja. Warum haben wir das gesagt? Vor allem bin ich halt noch hier drüben, ne? Ich könnte alle zwei Bowser mit rein, ne? Ich kann mir den Sterne holen. Soll ich? Ja, und ich komme halt noch nicht rüber. Egal, du holst dir mal einen Stern. Aber ich kann dabei nicht Yoshi holen. Egal, Yoshi ist unwichtig. Aber ich kann nochmal über Wario stampfen. Joa. Gut, dann kommen wir jetzt halt das nächste Runde rüber, ist mir auch egal. Gut, der hat mal erst. Der hat übelst einen geilen. Der ist übelst OP. Ja, du. Shit, du hast ja immer den Warp auch. Joa. Vor allem krall ist zuerst das Ding, was da auf der Plattform halt drauf ist. Nächste Runde. Erst bekommen wir unseren ersten Stern. Und vielleicht portet er jetzt daneben mir, das wäre auch ganz dufte. Ja, dann hättest du auswählen müssen. Was? Dann hättest du den Port auswählen müssen, dann hätten wir zwei gekriegt. Nein, vielleicht tut das Stern aber neben ist, mir porten meines. Es ist gut, dass du die Gabel genommen hast. Ich hab den. Also, ja. Dass du sie nehmen wirst, also dass du geblieben bist. Ja. Machen wir so. Dann können wir noch den extra Stern einsammeln, das ist gut. Die Mario hat die Führung. Da grinst er, Alter. Was? Da grinst er. Bei was? Ja, was hab ich gesagt? Sternversammlung. Joa, die hole ich mir jetzt die nächste Runde ab, weil die anderen sind alle da drüben und vergammeln da und in der Ecke. Da werden wir keine Spacken unter, über dem Namen Toadette. Der die ganze Zeit versucht, so ein Ananas-Stück zu fressen. Zwei. Mei, ohne Mais kein Preis. Haha, ohne Leim kein Rein. Oh nein, ich hasse dieses. Oh, da nee. Bin ich so heiß, es lässt drin. Komm, fang mal direkt mal an. Ja, einfach keine Kometen. Ja. Just remember that do not know the comets.
Das hat. Aber direkt nach dem Komet kommt am meisten gepopptes Korn runter. Das heißt, jetzt müssen wieder hin. Jo, ich hab richtig viel. Alles Klöde, bist du gut. Hans Klöte. Was? Ja, hast du richtig gehört. Hast du genau gehört. Nein! Voll auf meinen Mund! Voll auf. Ich hab 8. Oh nein, Peter hat 9! Gewinnt sie! Shit! Ein verficktes Korn mehr hat ein die. Ein verficktes. Immer weil ich unter dem Komet gelatscht bin. Du latsch, du Langlatsch! Die Lulatsch heißt das. Langer Lulatsch. Nein, ich bring diesen Witz nicht. So. Das macht aber nichts, weil sie sind hier nah am Stern dran. Joa, das ist ein Argument. Und wir sind ihnen doch sowieso überlegen, also. Geistig und physisch. Das war der erste Win im Minispiel, den sie aufgrund von Skill gerammt haben. Minus 2 Münzen, richtig knackig, Mario. Läuft. Mario zielt den Deal. Oh Gott, jetzt wird er wieder auf mich draufstampfen. Der fette Scheißkerl. Was machen die eigentlich überhaupt von? Also Peach versucht sich das Geschenk zu holen. Ja, Peach ist ja ein bisschen intelligent, aber Mario halt null. Aber wenn wir jetzt mehr laufen als so, hier. Ja, ja, ist gut, ja, ich weiß. Ach, lol, ich gehe, soll ich, ja, du wirfst da eh was. Du nimmst jetzt keinen Risikowurf, ja? Ich ja, kein Risikowurf. Weil wenn ich jetzt 10 crabbe, dann bin ich eh Gott. Gottlike. Also wir haben beide dann voll viel. Komm, eine 10. Komm. Yeah! Aber ich bin jetzt ungerade, was soll denn, ich drauf kommen? Oh ja, ich bin gerade, gut. So, bam it. Aber Moment mal. Da hole ich jetzt erstmal nur einen Stern, ne? Halt unmöglich beim Geschenk. So, ich bin jetzt hier mal. Also, hier holst du erstmal nur einen Stern, ne? Ich laufe hinter, ich komme nicht zum Geschenk. Und einen anderen Bums hier danach. Ich hol mir Yoshi, lauf einmal bei Wario und hol mir eine rote Münze. Gut. Olat. Oh, Wiggler. Oh, ich stehe drüber. Zweiter Stern für uns. So looked it gut. So looked it richtig gut. Hey! Hey. Ich folge dir diese Runde. Was? Ich bin vor dir dran mit rundlaufen, die Runde, oder? Nein. Ach nee, ich bin noch nicht gelaufen. Ja, du musst ja wissen, wann du läufst. Kommt eh nur so selten vor. David, du wirst dir wünschen, dieser Stream wird länger dauern, weil wenn er aus ist, bist du dran. Kommen sie noch her, kommen sie ran. Sie werden genauso schlecht behandelt wie nebenan. Yeah. Sammeln wir Sterne. Ey, der hat auch einen guten Würfel. Ich hatte den das letzte Mal gehabt. So, aber so, und wo kommt denn? Bleibt doch am besten da. Komm rüber da. Ja, hol die Gabel. Dann krallen wir uns die nächsten zwei Stars. Aber du musst dann nur zur roten Röhre und dann kommst du nämlich dort raus. Und du musst nicht über die Brücke gehen. Ja. Das heißt, geht's dir gut? Nein. Okay. Doch. Also du nimmst dir das den. Heißt, du kabelst dir das Geschenk und gehst dann in die rote Röhre rein. Du nimmst dir den Key. Das stehst du? Du bist bei der roten Röhre. In die Röhre. Das weiß es. Ich habe jetzt ein Pops jetzt mal Mikrofon abgenommen. Richtig cool, damit ab geht's, wir sind krass. Oh Gott, nein. Yeah, das ist halt die größte Scheiße der Welt. Weil wir Scheiße sind. Wir gehen einfach auf safe. Ja! Ja, so wird's gemacht. Easy! Ich mache die anderen Scheiße. Wir machen jetzt erstmal Dauerfeuer. Yeah. Oh shit. No shit, boy. Ja, es ist andersherum. Genau. Nein, nicht ganz genau. Fast. Vorteil. Nein, nicht wirklich. Doch. Aber sowas von sind wir Vorteil. Ja, ein bisschen. Das Bam! Natürlich, hoff mal eins. Wie? Das ist Malens plus, ne? Oh mein Gott. Ja, die rammeln jetzt hier halt alles weg. Er sagt ja, nein. Ich bin gerne, wie scheiße. Oh, so ein Kack.
Ja, die sind halt nicht mehr so wach. Ja, sind halt nicht mehr. Wir sind halt immer noch. Wir sind aber nicht im Spiel. Ich krieg immer Einser. Da wäre ich in der Schule zwar froh drüber, aber nein. Da bekommst du nur Sechser! Nein, das ist auch nicht wahr. Du bist scheiße in der Schule einfach nicht mehr gut. Nein, ich will beide Scheiße akzeptieren. Was? Was? Da macht das, Alter. Guck mal, er hat schon wieder 2 Minuten verloren. Oh Gott, Alter. Dieses fettes Kind. Wie das schaut. Da ist ein Typ, der gerade gestickt misshandelt. Was machen die denn da? Ich versuche rüberzukommen zum Stern. Oh, Peach ist zu kacke. So, Moment mal, jetzt. Du musst dich auf volles Risiko diesmal gehen, ne? Yes. Yes. Ich muss sagen, ja. So, lass es mal. Wir gehen alle zur Frise. Nein, nächstes Item. B. Was ist B? B. Oh, das ist B. Boah, Junge. So, komm, nochmal 10 hier. Ah. 5, wenigstens etwas. Joa. Du kleiner Schander. Ich hab 6. Du Schänder, ich habe beide 6. Aber wir haben 3 Münzen verloren. Fass. Zum. Scrap oder das Bums-Dings da. Guck, da drüben ist bei dir die rote Röhre. Ja, da gehst du dann nächste Runde dann hin. Und ich grab mir nochmal ein eigenes Feld. Ist das die einzigste Gabel auf der Welt hier? Ja. Bis jetzt. Ein Spießer. Jetzt in die rote Röhre mit dir demnächst. Ja, demnächst bald. Dann warp ich mich zu dir rüber. Komm. Da ist der geile Scheiß und ich krieg einen Turbo-Pilz. Den brauchen wir trotzdem, wenn du weiter den Bowser-Würfel benutzt. So, jetzt versuchen wir mal dieses Spiel zu gewinnen. Ja, nächste Runde geht. Du hast so alles für die anderen. Ach so, das Minispiel. Ja, komm, das können wir jetzt ja ans Wissen. Hoffe ich mal. Komm, wir fangen an. Ne, mach ich die Wiese. Nee. Oh. Hauptsache, es beginnt erstmal da, wo noch nichts los ist. Hey, warum will er nicht höher laufen? So, jetzt hier. So ist Mario. So ist ein Brot. Gut, einem finde ich. Wir haben gewonnen. Sowas von gewonnen. Ende. Jawohl. Jawoll. Ja, moin. Ja, die haben halt alles nicht verballert, ne? Jemand hat einen richtig dicken Turm gemacht. Yeah. Ich werde mal diese Wer gerade online ist Benachrichtigung aushalten, weil die Nerven dauerfristig gesehen bis alle. Dauerfristig. Also ich kann mal irgendwie abschalten. Irgendwie, damit du irgendwie abschalten würdest. Die Mario. Guckst du auf die Zeit der Folge, das will ich irgendwie. Ja. Nee, die eine machen wir jetzt noch. Die Runde. Also, diese Spielrunde. Ja, kommt hin. Ich meine, ich produziere damit 4 Folgen, das reicht für eine gute Woche. Aber ich habe eh eine gute Idee, wie wir das ab nächste Woche handhaben werden. Mario geht ab. Jetzt werden die gleich geholt. Nein. Werden sie nur nicht. Wenn man auf die Dingsbumsfelder kommt. Ah, sind grad keine. Schade. Peach kriegt das Geschenk nicht, oder doch? Nein, die hüpft eine dumme Gegend. Heilige Scheiße. Wir haben starke Gegner gewählt. Wir sind krass am so, Verlieren. So, ich geh diesmal nicht so. Ja, wir haben vor allem wirklich stark gewählt. Das ist traurig. Oh mein Gott, krass am Verlieren, Simba. Toll, jetzt kommt. Womit haben wir das verdient? Ich habe 11 Haare. Oh, Moment, man kann da gar nicht so. Das heißt, ich muss wieder ganz außen rum zurück. Wie ist, wenn du die Münzen mitnimmst? Warte mal. Wenn ich jetzt direkt gehe. Ja, kommst du soweit. David, du musst trotzdem darüber. Also, ja, nimm die Münzen mit.
Na, holt Blut. Ja. Ich meine, Wario ist schon fast drüben irgendwie. Wer bist denn du? Wie weit kommst du? Kommst du über die Brücke rüber, weil das dem bleiben... Würde ich nicht in Kauf nehmen. Oh, lol. Ja, moin, mach's halt. Ja, mach's so. Nein, mach ich nicht. Wieso? Das sag ich dir. Wenn man abfuckend sein kann, dann ist man abfuckend. Was willst du machen, du mattes Genie? Das war nur über Peach stampfen, hä? Ach, du Einstein. Dreimal drüber. Welches? Dreimal drüber, sechs. Das ist die Frage, welches war in einem ist ein Stern? So. Boom. Ich glaube, das war das Falsche. Du hättest das andere nehmen müssen. Oh, da ist aber ein. Das Runde, ist immer falsch. Jetzt hat er mir die Münzen, abgenommen, die ich vom Peach geklaut habe. Erinnerst du dich nicht mehr dran, dass das Runde das Falsche war? Weil im Runden ist Blumentopf drin. Wir haben die Maps mal gehabt in den normalen. Ja, haben wir, aber. Ey, Junge, was ist das denn hier? Das ist halt so. Komm, fangen wir mal an. Der war am lautesten, oder? Was? Hä? Das wird kompliziert. Was muss das lauteste sein oder das längste oder? Schau mal. Jeder von dreien hat eine andere Vibration. Danach hörst du eine und dann musst du sie nochmal so atmen. Jetzt hab ich kaputt. Also eine von den drei hörst du dann wieder. Start! Die war lang. Die war zweimal. Kurz, lang und zweimal. Okay. Es ist... Hier ist der Secret. Hund. Ja, komm. Ja, komm. Ich hätte uns nachgezäunt. Na, Joiner. Ah! Ja, so, weil. Ja, der schneller ist. Buja! Runde 2. Okay, ganz lang. Ja, ganz lang. Mit kürzeren Abständen. Ganz langsam. Cool. Letztes, glaube ich. Komm rüber. Uff. Uff. Aber wir haben trotzdem. Booyah. Auch nur, weil ich genau in dem Moment das nochmal hier rüber über die Kopfhörer gehört habe. Echt? Ja. Das vom Sound her genau gepasst hat. Was ist denn das für ein Vieh? Alle gleich. Nein, der in der Mitte ist am kürzesten, der links ist mittelkurz. Kacke. Mal schauen, wo das hier Boost drauf gehen. Wumps. Wir haben aber richtig versagt, Alter. 10 Punkte, ich habe gewonnen. Huja. Die kleinen Shadows. Ja, moin. Klasse, Team Mario. Ihr seid so super! Aber Mario. Yeah. Team Mario. Verliert gegen Mario! Weil das ist aber der Wille der Natur. Und das war's mit dem Mario Party Part. Das gibt's erst im nächsten Mal hier. Mach's gut, bei bis dahin. 3 und 3. Und ciao! Warum sagst du das?